Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Sonne. Ich bin's wieder, euer Gebirges. Und wir sind hier vor der Höhle, vor der ersten Prüfung. Und hier unten steht Elima, der auf uns wartet. Und naja, in letzter Zeit haben wir halt die erste Prüfung abgeschlossen. War ziemlich knapp, der Boss, der Herrscher der Höhle. Ein Mangospector war doch schon ziemlich knifflig mit seinem Verteidigungsbonus. Gerade zu Beginn ziemlich gemein. Aber wir sind nicht hier, um zu quatschen. Wir sind hier, um, naja, zu quatschen. Mit Elima. Dessen Namen ich mir endlich mal merken konnte, weil ich konnte es mir nicht merken. Deswegen habe ich es ewig, selbst auf dem Klo, mir immer gedacht, wie heißt der Typ? Elima. Wie kommst du drauf? Keine Ahnung. Deswegen habe ich es mir endlich mal merken können. Hallöchen, ich bin's wieder, Captain Elima. Hi, Elima. Dass du dich mal vorstellen musst. Auf den Inseln der Alola-Region wirst du immer mal wieder auf eine Barriere stoßen. Man bezeichnet sie auch als die Barriere des Captains. Hinter einer solchen Barriere tummeln sich lauter ziemlich starke Pokémon. Ist man mit einem starken Trainer unterwegs, darf man sie auch ohne weiteres passieren. Aber wer gerade auf Inselwanderschaft ist, muss erst die entsprechende Prüfung meistern, bevor er schließlich durch die Barriere darf. Hast du alles verstanden? Ja. Dann sieh zu und bestaune die Zauberkräfte von Captain Elima. Oh mein Gott, er hat Zauberkräfte! Voila, und schon ist eine Welt ein bisschen größer geworden. Hier auf Mele Mele bin ich der einzige Captain. Ja, der einzige Captain. Ich wollte immer Champion sagen, aber Captain. Sprich, hier gibt es auch an. Sprich, hier gibt es ja auch nur eine Prüfung. Du solltest dem Inselkönig Hala Bescheid sagen, dass du deine Prüfung hier gemeistert hast. Okay, werde ich machen. Hey, Kukui! Kukui, Kukui! Hi! Szenenwechsel. Epische Musik. Oh, Gebirges. Elimas Gesicht nachzuurteilen, hast du deine erste Prüfung wohl bestanden? Das schreit nach einer Belohnung. Ich hab's. Ich erkläre dir jetzt mit... Was? Jetzt in einer meiner Verdammt. Ich hab's. Ich erkläre dir jetzt mit... In meiner schönen Säuselstimme. Ich mach's nochmal. Ich hab's. Ich erkläre dir jetzt in meiner schönsten Säuselstimme die Z-Kraft. Attackenpanz. Schön. Lesen müssen. Nicht schön. Wähle zunächst einen Z-Kristall in deiner Z-Kristall-Tasche aus. Wende diesen Z-Kristall als nächstes auf ein passendes Pokémon an. Der ausgewählte Z-Kristall zeigt Wirkung, wenn ein Pokémon Attacken desselben Typs hat. Gibst du einem Pokémon einen Z-Kristall zum Tragen, kann es im Kampf die Z-Kraft einsetzen. Die Z-Kristalle werden übrigens nicht verbraucht, du kannst sie beliebig oft einsetzen. Haben wir ja schon gemacht im letzten Part. Aber Tutorial ist Tutorial und das ist gut. Schau mir gut zu. Werde ich. Ein Fukano. Yay. Es kann bestimmt kein Brüller oder so. Los, Wuffels. Woo. Wuffels, super. Wenn du eine Normalattacke eines Pokémon, das den Stein trägt, auswählst, dann kannst du Z-Kraft einsetzen und Attackenwert verstärkt des Typens. Hypersprintangriff, Angriff und Z-Silberblick. Statusschwerte? Irgendwie so. Sieht komisch aus. Vulkane wurde besiegt. Oh nein. Armes Ding. Puh. Durch die Z-Kraft überträgt der Trainer seine Gefühle und Gedanken auf sein Pokémon. Und das laugt ganz schön aus. Deswegen kann man sie nur einmal pro Kampf einsetzen. Mehr geht einfach nicht. Erinnert so ein bisschen an die Ash-Feuze-Form aus dem Anime, wo doch der Trainer ziemlich hart den Schmerz gefühlt hat, den sein Pokémon abbekommen hat. Also in dem Fall Ash. Wenn man die kombinieren würde, Ash Feuerzeug plus den Stein,
Boah, das müsste ziemlich derbe draufgehen. Aua, aua. Ist das alles, was Ihnen auf dem Herz liegt, Professor? Oh, Schreck. Das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe Lilly auf Route 3 aus den Augen verloren. Würdest du sie bitte für mich suchen gehen, Gebirges? Klar. Dann werde ich zur Sicherheit noch einmal in der Höhle nachsehen. Richtig, wir sollten uns aufteilen und nachher suchen. Mach das, mach das. Lilly muss irgendwo auf Route 3 sein. Wir werden sie bestimmt finden. Das werden wir. Aber zunächst einmal wollte ich mir eigentlich da vorne die Beere holen. Hallo. Ein Alola Radfratz. Interessant, interessant, interessant. Du bist leider nur Level 7 und schwach gegen Käferbiss. Ich bin mal interessiert. Er, also Kukui hat ja einen Z-Stein. Und Z-Kristall. Und kann die ausführen. Hat er selber die Inselwanderschaft mitgemacht und gewonnen oder wurde er ausgewählt? Wäre mal eine interessante Frage, die man beantworten müsste. Aber, naja. Wenn ein Trainer auf Inselwanderschaft eine Prüfung besteht, kann er neue Orte besuchen. So erweitert sich buchstäblich sein Horizont. Ist ein bisschen gemein, wenn du keinen Trainer bist, kommst du nirgendwo hin. Voll gemein. Gehen wir erstmal heilen. Chillen in der Basis des Pokémon-Centers und der Pound. Der Pound? Da haut sie unsere Pokémon einfach mal in die Heilstation. Danke für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Beehre uns bald wieder. Immer gerne, immer gerne. So. Ja, als nächstes gehen wir nach Norden, ne? Oder laut Karte nach Westen. Nee, Osten. Verdammt, Osten ist es. Route 3. Hier hängt was. Inselwanderschaftsschild. Du hast die Prüfung in der Vegetationshülle bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Setzt du die Z-Kraft geschickt ein, wird dir deine Inselwanderschaft leichter fallen. Übrigens, selbst wenn dir der Einsatz einer Z-Attacke mal misslingt, wird dies als ein Einsatz gewertet. Ergo, Schutzschild zerstört dir deine schöne Z-Kristallmacht. Ha! Als ich auf einen sich bewegenden Schatten trat, stürzte sich auf einmal ein Vogel-Pokémon auf mich. Ein Glück, dass es süß war. Was? Warte, wie siehst du eigentlich von vorne aus? Das sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen gewaltiger. Du hast sogar ein Tattoo auf dem Arm. Hammer, krass der Typ. Hammer, krass der Typ. Route 3, nimm dich vor dem Pokémon in der Luft in Acht. Na komm, was soll's. Wollen wir mal schauen, was da drin ist. Habitak. Okay. Sie haben also das Feature, was sie aus der 5. Generation eingebaut haben, wieder übernommen in die 6. Generation, in die 7. Generation. Finde ich gut. Kann man gut Attacken oder wilden Pokémon ausweichen oder erzwingen, dass man gegen eins kämpfen kann, ohne ins hohe Gras gehen zu müssen. Wobei es gibt bestimmt auch sehr seltene Pokémon unter diesen ganzen Schatten. Aber ich denke mal nicht, dass Habitak ein seltenes Pokémon darunter ist. Das wäre nämlich komisch. Sehr komisch. Außerordentlich komisch. Merkwürdig tatsächlich. So, was haben wir hier? Schatten. Item. Hackattack. Hackattack, hattack, 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 hattack. Wir haben ein Pokémon mit einer Flugattacke. Dem können wir, denke ich mal, den Hackattack geben. Erhöht nämlich Attacken vom Typ Flug. Oder macht sie im Schadenswert höher. Und du? Du könntest entweder die Flinklaue bekommen oder den Seidenschal. Ich glaube, ich werde mit Seidenschal gehen. Erhöht nämlich die Stärke von deiner ersten Attacke, die du hattest. Und den Normium Z, den brauchen wir gerade nicht. Der ist irgendwie schön zu haben, aber die Animation dauert zu lange für mich persönlich. So. Ach. Lass mich raten. Habitak? Ich sag mal, auf die Art und Weise dürfte man ziemlich... Oh, nee, ein Geronimatz? Nee, ernsthaft? Das ist cool.
scheint seltener zu sein, denke ich mal. Ich will's haben. Ich will's einfach nur haben gerade. Ich würde auch gerne sehen, ob es die Fähigkeit hat. Eine versteckte Fähigkeit. Furienschlag. Weil ich mag Geronimats. Weil diese Dinger sind ziemlich cool. Wäre zu Washaquil. Und Washaquil ist einfach eins der schönsten Pokémon im Spiel überhaupt. Und das muss nicht sein. Das hat ziemlich weh. 5-mal. Au. Auch wenn ich schon ein... Naja. Ah, Superball sollte reichen. Wenn ich schon einen Flugtypen habe. Aber das finde ich knuffig. Deswegen nehme ich es mit. Verdammt. Und es hat Flügelschlag. Würde mit Takatak gut arbeiten. Klar, dieses Pokémon. Oh Mann. Ich habe zu viele Schwächen gegenüber Flug. Das ist echt krank. Alle schwach gegen Flug. Alle einfach schwach gegen Flug. Schnabel. Ah, das Ding ist schon derbe geschwächt. Mach ein Rasierblatt. Ja. Sogar Volltreffer. Es hat aber auch Schnabel. Deswegen Pokéball hinterhergeworfen. Oder Superball. Alter, was ist mit den Lecks heute los? Ich wollte es ja nicht ansprechen, aber das geht mir ein bisschen auf den Nerv. Yeah, Geronimats. Sehr schön. Cool. Ein Eintrag wurde eingelegt. Angelegt. Sehr gut. Registriert. 75. 4% aus Meli-Meli haben wir schon. Gefangen? Wenn es gefangen ist, dann haben wir 5 Pokémon? Das ist nicht viel. Es zettelt willkürlich Kämpfe an, egal wie stark der Gegner auch ist. Es gewinnt mit jeder Niederlage und lässt zu an Stärke. Das passt ganz gut zu einem... Das passt ja wirklich gut zu irgendjemandem, den ich gerade im Kopf habe. Interessant. Ich schaue ja nebenbei gerade tagtäglich Dragon Ball Kai. Ja, hasst mich dafür, aber ist mir egal. Und irgendjemand, der da rauskommt, der passt halt wirklich gut, weil der kriegt immer auf die Fresse. Aber der wird durch jede Niederlage einfach stärker. Und jetzt Vegeta. Und das passt aber hammergut. Passt auch wegen der Fähigkeit, die es haben kann. Siegeswille. Das ist auch nämlich hammergut. Denn Siegeswille, da kann ein Wert gesenkt werden. Um eine Stufe und der Angriff steigt um 2. Ist nicht schlecht. Kann man gerne mal mitnehmen. Es hat aber Adlerauge und ein schlechtes Wesen. Ich wollte es aber im Team haben. Vielleicht kann man es über später nutzen mit Fliegen oder so. Wer weiß. Aber ich würde gerne trotzdem mal heilen gehen, weil es geht mir ein bisschen hart auf den Sack. Zu viel Schaden. Mir gefällt aber die Perspektive hier, die einfach gewechselt wird. Hier gehen wir nach oben die ganze Zeit. Was eigentlich nicht passend ist zur Situation. Aber hey, es ist cool. Es ist einfach nur cool. Cool. Da 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 da. Wir chillen hier gar nicht mal ab, yo. Ich frage mich trotzdem, wann sich meine Pokémon entwickeln. Ich weiß, dass Baut sich auf 17 schon entwickelt. Das weiß ich zufällig. Aber der Rest ist, weiß ich leider nicht. Oh, ist ein Trainer. Hi. Jedes Pokémon hat unterschiedliche Fähigkeiten. Sie gut zu kennen, ist der Schlüssel zum Sieg. Ja, nur blöd, wenn sich von Generation zu Generation neue, also alte Pokémon mit neuen Fähigkeiten finden. Oder Fähigkeiten gewechselt worden sind. Hallo, Anton. Du elendes Wasser-Pokémon. Sonst habe ich immer Probleme gegen Wassertypen, aber gegen Anton? Nein. Käferbiss. Es ist schneller. Ernsthaft? Das war ein Crit auch noch. Hör mir auf. Das sah aber gut was aus. Aber es sollte mich nicht besiegen können. Selbst mit einem kritischen Treffer nicht. Gut.
Käferbiss reicht aus. Es sei denn, es reicht nicht. Es reicht. Okay. Gibt wie viel? 156. Ich konnte die Fähigkeiten nicht zu meinem Vorteil nutzen. Welche Fähigkeit hat Anton überhaupt? Ich weiß nur Wolke 7. Und ich glaube, Tempomacher oder sowas. Pokémon besitzen sehr unterschiedliche Fähigkeiten. Manche davon wirken im Kampf, andere hingegen in ganz anderen Situationen. Ja, gibt es so ein paar spezielle Viecher, die einfach meinen, hey, wir locken wilde Pokémon eher an oder verschrecken wilde Pokémon. Das ist ziemlich lustig. Volbeat zum Beispiel. Das war ja genau so total umständlich. Warum mussten sie das ändern? Das ist so doof. Links war kein Item versteckt. Ich nehme an, dass hier rechts eins sein könnte. Ein Wommel. Brauchen wir nicht, haben wir schon. Könnten wir eigentlich mal mit Schnabel umhauen? Machen wir mal. Vielleicht reicht es ja sogar. Würde mich wundern, aber es wäre cool. Es reicht. Ach Robin, Hut, dich werden wir auch noch irgendwann hochbekommen auf Level 17. Dann wickelst du dich. Item. Heilball. Schön. Wir sind auf Route 3 schon. Was gibt es denn hier für neue Pokémon dann im hohen Gras eventuell? Ein Alola Radfratz. Ach, wisst ihr was, ich werde es mal suchen zu fangen, wenn es überlebt. Den Schnabel. Des Todes. Katschuk. Nein, tut's nicht. Mein Beileid. Schade eigentlich. Wäre schön geworden im Team. Hätten wir ein männliches Radfahrts gehabt, was ich kurz gelernt hätte. Protogel. Sehe ich ehrlich gesagt selten wild. Problem bei Protogel, das fliegt immer. Habe ich so, naja, im Kopf irgendwie, dass es immer geflohen ist. Zumindest in der zweiten Generation und der vierten Generation. Deswegen direkt mal versuchen zu werfen. Und nö. Geschenk. Es hat keine Wirkung. Ha. Erstauner. Geschenk. Geschenk ist eine interessante Attacke. Kann sehr, sehr wenig Schaden machen oder extremst viel Schaden. Aber es hat auch eine Chance, dass es den Gegner einfach heilen kann. Was da nicht so schön wäre. Och nö. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Verdammt, ein zweites Protogel. Oh, ich sag mal zwei von denen. Kann man den überhaupt fangen? Nö. Boah, muss man immer erst das eine umhauen. Okay, Schnabel auf das Neue. Ah, diese Pokémon, die andere Pokémon rufen. Da gibt es ein Problem mit denen. Und zwar, ja, man kann halt nur eins fangen, wenn das andere nicht da ist. Oh, ich werde geheilt. Sehr schön. Dankeschön. Voll geheilt. Also man kann nur das eine fangen, wenn das andere nicht da ist. Und gleichzeitig nutzen das viele Typen aus. Auf Twitch, auf YouTube und so weiter. Um halt... Nein, bitte nicht! Oh. Ich will dich fangen. Du scheinst selten zu sein. Es ist keine Hilfe aufgenommen. Dankeschön. Um halt, naja, Pokémon zu chainen. Also in Kette zu bringen. Dass sie halt ein Shiny-Pokémon rausbekommen wollen. Kann man machen? Wenn man will. Nur, es kann halt extrem nach hinten losgehen, weil es extrem lang dauert und keine erhöhte Shiny-Chance haben, anscheinend. Wenn ich aber ein Shiny finden sollte, würde ich es mitnehmen. Oh, das Ding ist Level 11. Das ist ja noch besser. Hau dich erstmal runter. Vielleicht sehen wir ja mal stärkere Geschenkattacke. Wäre auch mal interessant. Level 11 Botogel. Ich will es unbedingt fangen gerade. Weil es ist zwar ein Flugtyp und meine Fresse, ich habe so viele Flugtypen am Anfang. Aber es ist auch ein Eistyp und Eistypen würde ich gerne mal mitnehmen.
Auch wenn Botoge jetzt nicht das stärkste Eistypen wie ist, aber Botoge scheint mir selten zu sein irgendwie. Schnabel auf das männliche, damit ich das höhere weibliche fangen kann. Gibt es eigentlich Unterschiede bei den beiden? Von der Gestaltung her? Ich sehe keine. Außerdem kann man gut bei den Viechern trainieren. Level 17. Geschenk. Heilung, bitte. Dankeschön. Haha, called it. Uff, die heilen aber ganz schön gut, ey. Ganz schön gut. Nein. Dankeschön. Ich will dich fangen. Bleib jetzt im Ball. Ich will aber auch erklären, warum der Typ auf der Farm, auf der Bärenfarm, Botogel hat. Oder 6 Stück. Yes! Vielleicht sind die selten, vielleicht aber auch nicht. Noch mehr Erfahrungspunkte, meine Fresse. Nanu, Robin Hood entwickelt sich. Ja. Glückwunsch, dein Robin Hood wurde zu Arboreteros. Verdammt, das ist ein komischer Name. Yeah, die erste Entwicklung. Und kommt direkt ein Eintrag dafür. Dankeschön, sie haben es endlich mal gemacht. Das war so umständlich vorher. Schaut gleich mal das Pokémon an, das sich entwickelt hat. Ja, mache ich gerne. Dieses affektierte Pokémon pflegt sein Gefieder, wann immer es kann. Mit verschmutzten Federn hat es nämlich oft keine Lust zu kämpfen. Oh. Na super. Ja, so sieht's auch aus. Sehr gut. Und Botogel haben wir auch noch gefangen. Das sieht so fröhlich aus. Sehr gut. Sie bevorzugen eigentlich kühle Gegenden, aber Botogel, Alolas können bis zu einem gewissen Grad auch heißes Klima ertragen. Ha, interessant. Das ist ein komplett neuer Eintrag für ein altes Pokémon. Also komplett neuer Eintrag. Ha. Geschenke. Und das sieht komisch aus. Botogel. Ich nenne es einfach Hermes. Wobei... Hermes funktioniert ja nicht, das ist weiblich. Dann Hermine. Ja, ich weiß. Harry Potter, haha. Deswegen aber auch mit dem E Accent aigu am Ende. Hermine, die Götterbultin. Sehr gut. Nicht mal anschauen. Hat das wirklich nur Geschenk? Wahrscheinlich ja. Ja, es hat nur Geschenk. Und Übereifer. Und... ein... was ist das für ein Wesen? Das ist plus Angriff, minus Spezialverteidigung. Das ist... irgendwas komisches. Frech. Du bist ein freches? Eine Bombe als Geschenk. Kann auch KP des Ziels wiederherstellen. 90 Genauigkeit. Mit Überalpha wird es noch schlimmer. Wenn es nicht schon berechnet ist. Senkt den Angriffswert, senkt aber Genauigkeit. Aiora ist auf dem Ding. Ziemlich nett. Ziemlich nett. Da haben wir ein volles Team. Wenn wir irgendwas finden sollten, was ich mitnehmen möchte, dann hoffentlich bald. So. Ich glaube, du bist eine Trainerin. Deswegen würde ich mal kurz die Front wechseln, beziehungsweise erstmal anschauen. Robin Hood hat jetzt einen... ja, alle Werte so ungefähr gleich auf tatsächlich, bis auf Initiative. Das ist ein bisschen langsam. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelegt. Das wäre nämlich ziemlich ekelhaft gerade. Meine Güte. Das Gelecke. Ich wollte Robin Hood nach an die zweite Position setzen. Damit 9 Volt ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Jetzt gegen den im Kampf gegen die Trainerin. Falls es eine Trainerin ist. Oder ein Trainer. Trank. Hoffentlich ist es ein Trainer. Dann können wir endlich mal ein bisschen was reißen. Es ist eine Trainerin, ja. Wusstest du, dass nicht nur Pokémon-Typen zugeordnet werden können, sondern auch Attacken?
Haben wir schon gelernt in der Pokémon-Schule, das haben sie auch schon gesagt gehabt. Warum müssen sie die Leute sich immer wiederholen? Ich verstehe es nicht. Trainerhoffnung, Cassie. Ah. Mit einem Liminip. Das kommt mir gerade zugute. Weil Pflanzen haben gegen mich keine Chance dieses Mal. Ich habe zu viele Flugtypen dabei. Und Käfer. Und sehr effektive Attacken. Megasauger. Macht sogar noch guten Schaden. Gemeinheit. Liminip. Geh einmal bitte drauf. Wäre sehr nett. Dankeschön. Reicht nicht zum Level Up. Mein Typ, Verlierer. Oh, du schaust so böse. Sei doch nicht so böse drauf. Das steht dir nicht. Bringt Falten. So. Ja, ich denke mal an, hier hinten ist dann nichts mehr zu finden, außer wilde Pokémon, die hier im Kreis fliegen und alles terrorisieren, was sie finden können. Ja, da waren wir schon. Nee. Ja, hier dürfte nichts mehr sein. Da kommen wir jetzt hier hin. Was ist das? Zum Mele-Mele-Blumenmeer, den Tanzparadies für Choreogel. Hab mich ein bisschen, nein, nicht schlau gemacht, aber ein bisschen gewundert, wie man das ausspricht. Choreogel? Choreogel? Oder wie Vogel? Einfach Gül. Choreogel. Es ist komisch. Ich nehme an, sie ist hier drin. Da ist nämlich auch der Pfeil auf Karte. Aber ich möchte mal kurz hier rumschauen. Und hier. Wer bist denn du? Man kennt mich als den Profi der roten Karte. Oh nein. Und ich möchte vor deiner Stärke erzittern. Ich werde dir gegenüber treten, sobald du sämtliche Trainer auf Route 3 bezwungen hast. Haben wir doch, oder nicht? Da waren doch nur zwei. Hopp. Lily ist kein Trainer und kann eigentlich gar nicht sonderlich weit gekommen sein. Aber nicht hier, oder? Ja, wahrscheinlich nicht hier. Was haben wir denn hier hinten? Ich bin ein Farmer. Ich bin kein Trainer, okay. Wenn ich dich und deine Pokémon so gut auf Reisen... Was so auf Reisen sehe, geht es meinem alten Züchter wie mir ans Herz. Ich danke euch. Das hier ist für dich. Was? Eine Sanftglocke. Sehr schön. Ja, gibt man eine Sanftklappe zum Tragen, wird Pokémon sehr, sehr schnell freundlich. Erhöht also damit die Freundlichkeit zum Trainer, Zutraulichkeit. Und Entwicklungen, die halt wie Riolu oder Evoli per Level Up Tag oder Nacht haben, gehen halt sehr viel schneller vonstatten. Und das ist ziemlich nett. Wenn man Gras fällt. Und da hinten ist irgendwo eine TM. Ich komme da nicht hin. Mist! Will ich die M haben? Mano. Was haben wir denn hier? Ein Wommel. 9 Volt, du kannst gegen Wommel fast nichts ausrichten. Das finde ich voll gemein von dir. Level 12. Ui. Gerade wo ich Ui sage, macht das Spiel aber mal einen Haken. Beziehungsweise das Aufnahmeprogramm, was dann gleichzeitig mein... Naja, die Sprachaufnahme hat dann gleichzeitig das Videoaufnahmeprogramm mit runtergezogen. Fuck that. Letzte Aufnahme hat es keine Probleme gemacht. Diese Aufnahme macht es Probleme. Ich verstehe nicht, warum. Es gibt mir auf jeden Fall ziemlich auf den Piss. Ich werde noch das Rummel umhauen und dann wahrscheinlich ein Part beenden. Oh, die Sonne macht guten Schaden. Und es ruft um Hilfe. Bitte komm kein Pokémon. Bitte nicht. Bitte nein, 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 nein. Dankeschön. Denn dann muss ich noch das Rummel umhauen und es ist dann fertig. Käfertrutz. Ich sehe, dass Wommel irgendwie gut als Supporter sein kann. Und es reicht nicht für ein Level Up. Gut, aber ich würde sagen, ich renne auch eben zur Höhle da vorne. Von den, zum Blumenmeer, von den Choreogel. Und, sag dann mal ganz schnell an der Stelle... Ich danke fürs Zuschauen, entschuldigt für die Unannehmlichkeiten mit den ganzen Rucklern und sowas, weil das geht mir... Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Es hat sich letzten 10 Folgen nichts getan. Bis auf zweimal, da wo der Bildschirm einfach schwarz geworden ist bei mir. Warum auch immer. Aber gut,
ja, werde ich mal schauen müssen, was es verursacht. Das ist nämlich ziemlich dumm. Aber gut, was soll's. Ich verabschiede mich an der Stelle. Ich sage Dank fürs Zuschauen und wenn ihr irgendein Anliegen habt, dann schreibt das in die Kommentare rein. Lasst es mich wissen. Ansonsten bin ich raus. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.